Ansonsten, man kennt's wie immer, das Wetter in Deutschland ist ein Hurensohn. Lol. Ich dachte, die Ente ertrinkt da gerade, Digga. So ein Ding, was Dena hat, nur als Cabrio, oder? Guten Morgen, YouTube, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend. Wie wir sehen, haben wir ganz okayes Wetter eigentlich. Eigentlich sollte es die ganze Woche über schön sein, bis Samstag. Sieht man das? Sieht man das? So ein Dreck. Und das Schlimmste ist, ich habe ja was bestellt fürs Motorrad, ne? Lieferzeit 1 bis 3 Tage. Ich habe es am Freitagabend bestellt. Da verstehe ich voll und ganz, dass sie es am Freitag nicht abschicken. Gut, Samstag, Sonntag auch bestimmt fährt keiner, um die Sachen abzuholen. Ist für mich kein Problem. Ich habe damit gerechnet, Mittwoch sowas wird es wohl da sein. Mittwoch, Donnerstag, ne? Ja, wir haben jetzt Dienstag und ich habe bis jetzt immer noch keine Sendebestätigung bekommen. Wow, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das Paket am Samstag ankommt und es wieder Regenwaldwetter gibt. Ansonsten, man kennt's wie immer, das Wetter in Deutschland ist ein... Gestern war ich bei der Arbeit, mit Motorrad natürlich gefahren, weil es wird ja gesagt, sonnig, bisschen bewölkt, aber größtenteils Sonne. Um 10 Uhr abends, ich schaue aus dem Laden, es regnet einfach. Junge, bis vor 3-4 Stunden stand noch drin, dass es sonnig sein wird, auf einmal regnet's. Was ist das? Was soll das? Sowas fuckt halt einfach nur ab, Mann. Dann schaust du dir die ganzen anderen Länder, die anderen Städte auch in Deutschland an. Bruder, Sommer ist angekommen. Du schaust in München, wir freuen uns, wenn wir 2 Tage am Stück pures Sonnenlicht haben können, weißt? Aha. Also ich stelle mich einfach mitten auf die Straße, Digga. Bisschen einmal alles durchblasen, das muss auch sein. Die G-Klasse! Wo ist sie bloß hin? Was ist geschehen? Wieso fahre ich eigentlich so? Lol. Ich dachte, die Ente ertrinkt da gerade, Digga. Wie komme ich hier raus, Digga? Ich will hier raus, ich will hier nicht mehr sein. Wo bin ich? Ich bin gerade maximal lost. Ah, okay, gut, ich weiß, wo ich bin. The fuck ist das, Mann? Ist das nicht so ein Monster oder sowas? So ein Ding, was Dena hat, nur als Cabrio, oder? Das ist das Schöne an einem Motorrad. Ja, rückwärts auf die Hauptstraße ist so eine geniale Idee immer, finde ich. Na komm, LV, was ist denn das? Lithuania oder? Litauen müsste das sein, ne? Ich glaube schon. Ist Litauen in der EU? Ja, natürlich, die Fahrradfahrerin fährt einfach durch. Genau, man hat ja nicht zu warten irgendwie oder so, ne? Ach, Mann. Der Chiron ist weg. Oh nein. Wieso? Warum? Warum? Ja, willst du da parken, oder? Digga, so ein elendig da vorne, Mann. Ja, aber... Ey, der Alhambra oder was da vorne ist ja maximal lost. Und boah, Junge, der Touran fährt jetzt mit 20 in der Stadt rum, oder wie? Mit der Touran auf einmal, ich will doch nach links, Digga. Heike, scheißegal, Digga. Schnell weg von denen, Mann. Boah, Junge, die Leute. man kann sich so entscheiden, dass man nicht 2 Spuren besetzt, der Q5, oder? Du Vollidiot, Mann. Ey, das ist so schlimm in dieser Stadt geworden, mit irgendwas rumzufahren, Mann. Beenden wir das Video da, wo wir es begonnen haben, YouTube, oder? So, also wir haben es da vorne eigentlich begonnen. Fahren wir bis dahin und beenden es dort? Ja, so machen wir es. Das ist der Plan. Ah, da wird eine Fahrradspur gebaut, damit noch weniger Autos in die Stadt passen. Das ist sehr schön. Finde ich gut. Ja, also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Ich meine, es ist ja nicht schon der absolute Horror, in der Stadt zu fahren. Nee. Boah, müsste ich hier arbeiten und hier entlang fahren? In der Früh oder am Abend? Vergiss es. Komm, hör auf. Hör einfach auf. Ich stelle mich erstmal nur so hin, weil ich muss kurz ein bisschen aufstehen. Und ich muss ein bisschen in den Schatten und ich muss diesen Helm abnehmen. So, YouTube. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl gar nichts passiert ist. Keine Ahnung, wie ich das hochlade. Wenn es euch gefallen hat, warum auch immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wenn nicht, ist vollkommen verständlich. Sonst, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.